aus Ungarn, ihr Lieben. Bernd ist auf der Suche nach einem Karton. Wir wollen nämlich heute mal unser ganzes Weihnachtsgebimsel auf den Dachboden bringen. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen mehr Platz, weil hier ist ja auch noch alles von unserem Wohnwagen, der in der Werkstatt ist. Den wollten wir ja möglichst leer abgeben. Genau, und dann geht's hier oben. Da kommt der Karton. Da hoch geht's dann. Was macht er dann? Bringt er das hoch? Aber erstmal räumen wir alles ein hier. Weihnachten, ne? Genau. Ich habe eine kleine Rotzange gefunden im Schuppen gestern. Die würde ich gerne mitnehmen in den Werkzeugkasten. Die ist nämlich gut, um die E-Zigarette aufzukriegen. Und auch so, um kleine Schrauben mal gegen zu verkanten. Die war voll neu noch. Die habe ich zum Wickeln mal extra geholt. Super, danke schön. Gibst du her? Holen wir alles wieder raus, ne? Dieses Jahr schon. Sicher? Je nachdem, wo wir fahren. Wenn wir Mitte November fahren, würde ich das nicht mehr rausholen. Nee, stimmt. Also ich würde das höchstens aufbauen, wenn wir bis Mitte Dezember noch hier sind. Ja, dann sehe ich nicht mehr. Musst du den Teppich da mal wegmachen, der kommt sowieso ins Badezimmer. Oh, leg die mal bei Mima am Platz, weil der hat irgendwo, ich weiß nicht wo, eine Kiste, wo ganz viele tote Tiere drin sind, Insekten. Da könnte er das ja dann dazu packen, ne? Genutzt und haben meine Sommersachen aus dem vom Dachboden runtergeholt. Musste ich direkt anprobieren. Und ja, ich sortiere jetzt alles um. Pack schon mal eine Tasche für die Türkei. Da wir eine Rundreise machen durch die Türkei. Vorne, also Istanbul und so, ist es ein bisschen kühler noch. Wir sind ja auch 3 Monate da, also noch so ein bisschen Frühling und dann auf einmal ist Hochsommer. Das ist so ein bisschen tricky. Muss ein bisschen Zwiebellook packen, weil nachts haben wir gestern geguckt, Kappadokien, da möchten wir auch hin. Da sind zurzeit 1 Grad nachts, aber ich denke mal, bis wir da sind, dann ist es schon wärmer. Ja? Ja? Boah, sind hier Brennnesseln. Oder kann man die Handschuhe noch waschen? Ich hätte die gewaschen, ja. Wasch die ruhig. Das sind halt, das sind so Motorradhandschuhe, ne? Freust du dich über dein Licht im Schuppen? Ja, da freue ich mich sehr drüber. Ja, tief durchatmen und die ruhige Minute genießen. So scheint es. Ich habe aber, obwohl Sonntag ist, E-Mails gemacht und Bernd auch. Rechnungen hat er geschrieben. Ja, und sowas alles machen wir eigentlich nicht mehr. Haben uns vorgenommen, sonntags nicht zu machen, Wochenende. Aber wir haben jetzt auch viele Tage ruhig gemacht, ne, wo wir krank waren und so ein bisschen nachholen. Wir haben gestern Lagerfeuer gemacht und es qualmt tatsächlich immer noch. Als wir heute Morgen aufgewacht sind, da habe ich gesagt, boah, das riecht so richtig geräuchert. Ist das noch unser Feuer? Da hat man es nicht gesehen, aber jetzt sieht man es. Also man muss da abends wirklich entweder Wasser drauf schütten oder weiß ich auch nicht. Ja, also wir haben jetzt 2 Stunden lang ungefähr den Kleiderschrank umgeräumt, also das habe ich gemacht, Kleiderschrank umgeräumt, aussortiert. Bernd hat dann die Wintersachen, die ich jetzt nicht mehr brauche, hoch auf den Dachboden, das ist auch weg. Weihnachtssachen sind weg, auch ein großes Ziel. Und ja, jetzt haben wir halt im Wohnzimmer haben wir 4 Ikea-Tüten und ein Wäschekorb mit Sachen, die im Wohnwagen müssen. Und der Flur ist halt voll mit Sachen für den Wohnwagen.
Aber das dauert ja. Wir haben den ja extra Freitag schon in die Werkstatt gebracht, aber erst morgen am Montag fangen die an, den zu reparieren oder zu gucken, was da denn Sache ist. Die müssen erstmal Fehlersuche machen. Hier ist die Mama. Ich bin hier. Keine Lust mehr auf Anna. Es ist ja so, dass wir einen neuen Stromkasten haben. Was ist denn da für ein Feuer? Ja, von gestern, das Lagerfeuer. Habe ich dir gesagt. Es hat geschlafen und jetzt ist es aufgewacht. Naja, also es ist jetzt so, wenn wir Landstrom anschließen, dann geht der 12 Volt nicht. So, wir hoffen, die finden den Fehler. Und ein paar andere Sachen machen die noch. Und spätestens Freitag haben die gesagt, ist der fertig. Ja. Du liebst es, im hohen Gras zu spielen. Ja, davon haben wir ja einiges. Wovor? Ich hab Angst gehabt. Wovor? Vor gar nichts. Vor gar nichts. Ich hab nur. Ah! Ich hab nur wegen Hilfe gerufen. Hilfe! Ja? Weil ich bin festgedeckt mit meinem Fuß. Im hohen Gras hat dich das Gras festgehalten. Ja. Boah. Und er hat, bleib hier! Hat das Gras das gerufen? Ja. Boah. So, so. Ich mach ein bisschen hier Unkraut weg, damit das nicht alles zuwuchert. Hier nochmal da. Und zwar. Mach mal. Hilfst du mir? Mama. Ganze Einfahrt, ja. Nee, aber hier die Einfahrt. Hier hat der Smurfy immer unterm Wohnwagen sich ein Loch gebuddelt, eine Kuhle zum Liegen. Komm, wir sind da. 60 Euro. Ja. Bernd hat gerade seine Flex kurzzeitig geschrottet. Das kann aber eigentlich auch nicht sein, dass nach knapp über einem Jahr, ja. Aber ein Jahr ist Garantie da drauf, klar kann das sein. Ja, er hat so lange überlegt, ob er sich die kaufen soll, letztes Jahr, ne? Ja. Ja. Ungefähr ein Jahr her, anderthalb. Ja, und dann, okay, komm, er arbeitet Hallo. Wirklich viel mit Holz, es lohnt sich. Livia, wo ist deine Wurst? Hast du die ins Murphy-Sicherheit gestellt, dass er da nicht drankommt? Ja. Ja? Ja. Gut. Ich sag danke. Der schmatzt, der schmatzt in den Eddie. Ich geh mal gucken. Ja, und dann sagt er mir gerade, die Flex geht nicht mehr. Ich guck jetzt eben erst nach der Wurst und zeige ich euch, was wir machen wollten. Ach, hier. Mit Treppe. Tut mir leid, Smurfy, das ist nicht für dich, ne? Und zwar hatte Bernd schon vor langer Zeit Livia versprochen, eine Schaukel zu bauen. Da haben wir gedacht, vielleicht hier oben noch dran. Ich würde die da oben hier ein paar dran machen. Mit Haken auch, ne? Erstmal, ob die geht jetzt. Geht mal alle auf Distanz. Achtung, nicht, dass die Scheibe Diskwerfer wird. Hast du neue Handschuhe, Livia? Die muss ich waschen erstmal, die das kannst du mir. Aus. Da ist Mäusepipi dran. Ja, die kannst du mir in eine Wäsche im Badezimmer im Korb legen. Das wäre eine große Hilfe. Ja, und dann war das so, wir waren im Schuppen. Geht wieder. Pass auf die Hände auf, meine Güte. Ja, so im Schuppen, dann von Höcksken auf Stöcksken. Dies gefunden, das gefunden. Von Calvino noch so Kindheitserinnerungen, haben wir die geguckt, Papa. Ja. Papa ist da. Oh. Meine Fresse, blöde Scheiße. Und flucht da immer gerne. Ja, und so haben wir jetzt schon den halben Tag rum. Das ist ja auch gefährlich. Ich kann da nicht zugucken, wenn er arbeitet. Der ist so risikoreich. Er hat sich auch einmal, hat er was durchgeflext, so eine Unterlegscheibe von der Schraube mit Fingern, mit bloßen Fingern, hat sich den halben, die Fingerkuppe durchgeschnitten. Das liegt an dem Kabel. Das liegt an dem Kabel. Kabelbruch. Dann kann man das ja vielleicht erneuern. Ja, da kaufe ich ein neues. Du bist ja, sowas kannst du ja. Ja, das schließe ich anders nicht, aber nicht jetzt. Ja. Okay. Und ja, es ist Sonntag und ja, das ist laut, aber die haben da gesenzt und gemäht und da gesenzt und gemäht. Also hier in Ungarn ist es wirklich nicht so schlimm. Also das macht der Papa und ich wollte das machen. Das kann ich jetzt nicht laut sagen.
Ja. Was, hast du die Hälfte vergessen, zusammenzubauen? Ja, aber ging ja trotzdem. Ein Viech um dir. Und zwar wollte ich das abmalen mit meinen schönen bunten Stiften. Ja, ohne die Kinder. Als Untersitz. Ja, das mache ich heimlich. Ja, ich kann das. Ja, so was kann ich mir hier anhören. Warum bist du so zu mir? Was die Liebe ist da. Aber was ist, wenn sie dir helfen will beim Flexen? Ja, kann sie ja. Die rennt ja mal schreiend weg, weil es zu laut ist. Ich habe es falsch gemacht. Ja, und ich habe dann gejuiced, da haben wir entsaftet gedönt. Hm? Ja, warte, nimm die anderen, weil die sind für... So, und dann mache ich heute Resteküche. Wir hatten ja Raclette gestern, wir haben Pilze übrig. Zucchini, Paprika, passierte Tomaten und ein Stritzer Pesto. Und dazu gibt es dann Reis. Wir haben nämlich noch leckeren Basmati-Reis aus der Türkei. Wo ist er? Hier. Oh, der ist so lecker. Ja, wir braten jetzt. Hilfst du mir? Ja. Dafür müssen wir erstmal schneiden, Livia. Ja, natürlich. Gerne. Oh, wie viel Reis wir noch haben. Hier haben wir kein Band mehr, ne? Band? Ne, das ist wenn dann im Schuppen für deine Schaukel. Dazu könnte ich eigentlich mal Kichererbsen reinmachen, ein paar Proteine. Ja, und dann mache ich so eine Tomatensahnesoße, wollte ich machen. Das sind meistens die besten Rezepte, wenn die so zusammengewürfelt sind. Dann kriegt man es nie wieder so hin. Mama! Livia! Wir kochen jetzt. Ich zeig's dir. Du kannst die Zucchini schon mal schneiden. Guck, da ist das Brettchen und Messer. Musst du nur deinen Tritt rüberstellen. Küchenhilfe. Ja. Warte, die Paprika mache ich so zu. Warte, Vorsicht. Stopp, ich zeig dir einmal, Livia. Halt das mit der einen Hand fest. Ich gebe dir ein anderes Messer, das ist schlecht zum Schneiden. Ob wir Sahne mögen? Ich habe einfach so eine Cashew-Sahne gemacht, also Cashew-Nüsse. Und dann hier in meinem Bullet-Mixer, der heißt Mr. Magic, ist von Amazon. Ich werde immer wieder gefragt. Ja, Pilze, wir haben Austernpilze, Champignons, Zwiebeln, alles was so Reste waren. Paprika, Zucchini jede Menge. Und jetzt muss ich noch die Kichererbsen abtropfen, die kommen da rein und dann gibt es den leckeren türkischen Basmati-Reis, den bin ich jetzt gerade hier schon am Waschen. Das sind ungefähr 800 Gramm Basmati-Reis und damit kriegen wir unsere Familie hoffentlich satt. Das ist ein Salat und hier wird noch eine Zwischenpizza gemacht, spontan. Einmal Thunfisch mit Weizen-Hefeteig und das ist Dinkel-Hefeteig mit Nudeln und so, auch Reste. Ja, ihr wisst ja, wir kochen alle gerne. Da entstehen viele Gerichte. Mmh. Boah, die dickt richtig schön an, diese Sahne. Oh, das schmeckt so lecker. Ich wünsche euch allen einen guten Appetit, wenn ihr auch gerade esst. Ich würde euch gerne was abgeben. Und das ist jetzt der Reis, ein großer Topf voll. Ja, wirklich, der schmeckt am allerbesten aus der Türkei. Hast du es nicht weggeräumt? So, wir haben draußen eine Yucca-Palme. Ich wusste nicht, auch eine Yucca-Palme. Ich wusste nicht, dass es eine ist. Ich wusste nur, dass sie wunderschön weiß blüht. Hier. Da hatten wir letztes Jahr, das war alles richtig weiß und prächtig. Wunderschön. Und da wurde mir geschrieben, das müssen wir jetzt abschneiden, damit die neu austreiben kann. Das mache ich jetzt mit euch. Und das hier ist ja der schöne Trompetenstrauch. Ich weiß, der ist giftig. Braucht ihr mir nicht in die Kommentare schreiben. Ich weiß das. Der ist wunderschön. Aber der wuchert des Todes. Also der ist wirklich unglaublich. Den kann man alle 4 Wochen wirklich schneiden. Der wuchert so hoch bis aufs Haus. Der war schon da oben. Guck mal am Dach.
Da sind wir noch nicht ausgewandert, da war der hier. Guck, hier ist er auch. Hier kommt er schon. Wieder. Hier sprüht der Bernd immer Gift drauf. Und trotzdem, der ist wirklich unzerstörbar. Der frisst sich unterirdisch. Der wurzelt unterirdisch wie Brombeeren. Oh, fürchterlich. Der kommt hier raus. Guck, wir sind immer nur am Kappen. Und trotzdem kommt er immer wieder. Das machen wir jetzt mal. Der Bernd hat mir gesagt, der hat eine Gartenschere. Für mich. Irgendwo. Ich konnte noch nicht malen übrigens. Das ist Gummiseil. Weißt du, wo die Gartenschere ist, zufällig? Natürlich nicht. Hauptsache Cockpit-Spray mit Erdbeerduft. Ihr wisst ja alle, wie unser Auto von innen aussieht, oder? Als ob wir da Cockpit-Spray brauchen. Och, Smurfy, was habe ich denn hier gefunden? Was ist das denn? Oh, kannst du das gebrauchen? Nein? Kannst du das gebrauchen? Hast du früher im Laden immer mitgespielt, das ist so ein Kaffeeholz oder so. Das ist auch uninteressant. Den? Wie riechen die? Ihr müsst nicht nachspielen. Dann lass mich mal hier hin. Geh doch mal bitte. Ich habe hier kein Essen, Smurfy. So, ja, wir haben hier alles gemischt. Oh. Hier sind Samen. Muss ich mal dem Calvino Bescheid sagen. Möhrensamen. Und sowas alles. Smurfy, bitte, geh mir doch mal jetzt hier von den Füßen. Aber wo ist diese Schere? Da. Ha. Selbst ist die Frau. Genau. Ja, hier ist alles vom Wohnwagen, sag ich euch. Es fliegt hier alles rum. Waschmaschine vom Wohnwagen. Hier die ganzen Kisten, unsere Schwimmschuhe. Hier alles Wohnwagen. Ja, es wird noch. So, Moment. Jetzt muss ich mir erstmal meine Handschuhe anziehen. Ich mache sowas immer mit Handschuhe. Weil ich keine Viecher mag. So, klein Vieh. Die Kaboma. So. Boah. Okay, die haben wir schon mal. Einen Trick, wie man dem Ding den Gar ausmachen kann, zumindest an den Stellen, wo es nicht wuchern soll. Wahrscheinlich gar nicht. Oder? Hier alles entlang kommt er immer wieder hoch. Das ist unsere Kiwi hier. Kommt schon richtig gut hier, die männliche Kiwi. Die weibliche lässt noch auf sich warten. Euch gesucht. Nachdem ich jetzt 3 Minuten Gartenarbeit gemacht habe, hören wir unser gutes Radio, mein Lieblingsradiosender. Und chillen einfach hier die ganze Zeit schon in unseren Hängematten. Mm, I love it. Wir haben gesagt, wie schön das ist und wie gut wir das haben. Wirklich. Aus tiefstem Herzen. Wo hast du denn deine Sweets? Bernd hat's gelüstet nach was Süßem. Er hat eigentlich was gekauft für jemanden. Bitte? Die liebe Elke. Ja, ich habe 10 Stück geholt für die Elke. Also es war so. Ah. Wir
haben ja jemanden in der Türkei und die wir immer besuchen. Und irgendwann fing das so an, hatten wir Mr. Tom gekauft in Deutschland. Und dann hat sie geschrieben, oh, die vermisst sie so in der Türkei, die gibt's da nicht. Und dann haben wir welche mitgebracht. Davon hat 10 der Hund gefressen. Wir hatten, weiß ich nicht wie viele. Das Murphy hat die alle Verstecke im Auto gefunden. Es waren dann irgendwie noch 4 Riegel über oder so für die liebe Elke. War die Zeit, wo er im Kofferraum mitgefahren ist? Nein, das war nicht die Zeit im Kofferraum. Ich weiß gar nicht, wie der, der war einmal, ist ja egal. Jedenfalls waren wir in der Türkei, haben wir die ihr gegeben und dann waren wir im BIM einkaufen und BIM hat sowas wie Mr. Tom, also Erdnussriegel mit Zuckerglasur. Und als wir jetzt in Deutschland waren, hatte Bernd gefragt, sollen wir wieder Mr. Tom holen? Und dann habe ich gesagt, ja nee, die gibt's ja in der Türkei. Also er hat halt an Elke gedacht. Und dann, ihr wisst ja, er geht gerne einkaufen. Was hat er geholt? 10 Mr. Tom. Ja, ich schicke das dann wieder um. Ich habe 5 geholt. Ja, 5 Doppelpackungen. 10 Mr. Tom. Und davon klaut er jetzt einen der lieben Elke. Ab auf den Platz. Mal gucken, wie viele in der Türkei ankommen. Einer. Wie viele Smurfy vorher. Er mag die. Er kennt die gelbe Verpackung. Die kennt er. Smurfy, ab auf deinen Platz. Kriegt Futter verteilt. Auf deinen Platz. Ab auf deinen Platz. Wo ist dein Platz, Smurfy? Ist überall. Ist, weiß er nicht mehr. Ey! Warte. Auf deinen Platz. Er versucht. Gehst du bis ganz hinten? Ja. Gucken, wie lange er getriggert werden kann, bis er nicht kommt. Unser Apfelbaum hat so viele Blüten dieses Jahr. Das ist der Wahnsinn. Ich bin gespannt, was der trägt. Letztes Jahr hatte der, glaube ich, 3 Äpfel. Meine Güte, du gehst ja wirklich, boah, bis ganz hinten. Okay. Wir waren auch ganz hinten schon gucken, da haben wir aber die Kamera nicht mitgenommen, ne? Unsere Obstbäume. Okay. Ne, mir ist das Gras da zu hoch. Ja, und ich will jetzt Mr. Tom essen. Deswegen hat er den Smurfy jetzt auch gefüttert, damit er in Ruhe Mr. Tom essen kann. Ich weiß, das ist hier seine Toilette, der macht hier immer. Was passiert? Nichts, die geiern. Ja, das Beet. Die Erdbeeren blühen schon. Irgendwo verloren, ne? Mhm. Ein Napf, da würde ich noch mal gucken dann. Und den Reisenapf, der Topf, der ist doch in der Türkei letztes Jahr gekommen. Den haben wir doch da. Ja, wo wir wieder der kam zu uns. Da war er bei uns auf einmal. Und sollte nein. Vielleicht was anderes anziehen. Wer soll sich das andere anziehen? Ich, wenn ich mit Acrylstiften mal, ich lasse es lieber. Ich ärgere mich. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock aufzustehen. Oh, ich würde mich ärgern. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich will mal sexy Körper zeigen. Okay. Die Rollen einpacken. Die Rollen, die sind frei. Sie hat stimmt. Ist ja auch nicht modern, so abgemagert zu sein. Ja. Da hat jemand unter mein Video geschrieben. Was denn? So. Wie mager du bist? Na so, niemand steht auf abgemagerte Frauen. Männer wollen Kurven anfassen oder so. Unter mein Video hat das jemand geschrieben.
Wer hätte denn gerne so einen Untersetzer, den ich gemalt habe? Ihr wisst doch, ich mal so gerne bunt die Wände. Hätte sowas jemand gerne? Oder Bilder von mir? Jetzt bin ich gespannt auf die Kommentare. So, es ist früher Abend, ich glaube 18 Uhr. Wir haben 18 Uhr, ja. Und jetzt geht gleich die Sonne hier in Ungarn unter. Das ist eigentlich immer echt schön. Auch wenn es jetzt so ohne Meer ist und so, aber wir haben schon viele schöne Sonnenuntergänge von unserer Veranda beobachten dürfen. Und ich wollte das Video nur noch beenden, den Vlog. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis morgen in alter Frische. Tschüss!